Hallo, wie geht's? Ich gehe gleich auf die Runde, möchte noch einen Bunkerschlag machen und dann werde ich für dich etwas filmen oder ein paar Dinge filmen. Ich werde die wichtigsten Schläge überhaupt beim Golfen vormachen, erklären, dir ein paar Tipps geben, damit du wirklich ein rundes Bild hast von den Dingen, die du auf dem Platz hoffentlich gut ausführen solltest. So, ich freue mich darauf und wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Bei den längeren Putts trainiere ich gerne das. Ich war gerade in Irland auf einer Golfreise und ein Schüler müsste den Schläger pendeln lassen, also es gibt keine Beschleunigung und der andere sollte putten mit dem gleichen Tempo wie dieses Pendeln. Und was sofort aufgefallen ist, ist, dass man beim Abschwingen von da nach da viel langsamer musste. So, es gibt keine Beschleunigung und wirklich ein Pendeln. Und das bedeutet, dass man weiter ausholen darf, damit man nicht Druck machen muss. Und der zweite Punkt ist Mittigkeit des Treffens. Da, wo der Strich ist. Ich mag Putte mit einem fetten, dicken Strich, wo man wirklich sehen kann, wo der Sweet Spot ist. Weil du glaubst nicht, wie oft Golfer den Ball mit der Spitze, mit der Hacke oder sogar toppen. Und natürlich beeinflusst das Richtung und Länge. Eine gute Längekontrolle ist nur möglich, wenn man regelmäßig den Ball in der Mitte trifft. So, das werde ich jetzt versuchen bei diesen 11 Meter Putt mit etwas Break von rechts nach links. Bitte den Probeschwung genauso machen wie der Schwung mit dem Ball. Und bei diesen längeren Putts nicht an Einlochen denken. Das passiert oft von alleine. Die Dosierung ist das A und O. Nicht beschleunigen. Bei den kurzen Putts ist das sehr wichtig. Du siehst, die Arme und Schulter bilden ein Dreieck und dieses Dreieck muss bleiben. Was wir nicht wollen, ist das und das. So, du wirst vor allem deine linke Schulter viel nach oben bewegen müssen, damit die Hände relativ ruhig bleiben können. Und dann der zweite und sehr wichtige Punkt, vor allem wenn die Grüns schnell sind, so wie hier in Lützburg, ist, schaue, wie wenig ich aushole. Das war nicht weit aus die Innenseite meines rechten Fußes. So, kurzer Rückschwung, da kannst du wenig, wenig falsch machen. Und der letzte Punkt ist die Ausrichtung. Finde einen Weg, dein Putter zum Ziel richtig auszurichten. Wenn es die Linie auf dem Ball ist oder deine Augen über dem Ball, du musst dafür sorgen, dass der Putter richtig ausgerichtet ist zum Ziel. Lass jemand hinter dir stehen und dieses Feedback brauchst du, um zu lernen, was rechts ist, was links. Weil wenn ein Putter zum Loch zeigt, musst du gar nicht so perfekt putten. Der Ball wird ins Loch rollen bei diesen kurzen Putts. So, jetzt kommt ein meiner Lieblingsschläge, der Chip Putt. Ja, es ist Gras etwas länger und Putten wird schwierig dann mit der Dosierung. Wir sind aber sehr nah am Loch. Ach, das sind keine 7 Meter. Und der Chip Putt sieht so aus: Man muss den Schläger viel aufrechter hinstellen, dass die Spitze den Boden berührt. Dann müssen wir gucken, dass wir den Schläger recht niedrig greifen, damit der Schläger die Länge eines Puttes hat. Und die Ballposition ist mittig bis bisschen rechts und das Gewicht leicht auf der linken Seite. Und dann wird gependelt. Das ist ein bisschen Break von links nach rechts, also ich ziele auf die linke Kante, siehst du wie beim Putten. Und gedanklich habe ich jetzt ein Putter in der Hand. Bitte steh so nah wie möglich am Ball. Du möchtest den Ball fast unter deiner Nase haben und so wirst du auch gerade
ausholen und durchschwingen. Und der Gedanke des Dreiecks muss auch hier sein. Und ja, genieß es, mach es. Falls meine Videos auf Golf mit Freude dir helfen, besser Golf zu spielen, dann freue ich mich immer über einen Daumen hoch. Und ich freue mich auch über deine Kommentare unten, deine Fragen, deine Erlebnisse beim Golfen. Ich lese sie alle und versuche sie auch zu beantworten. Der Chip and Run könnte vielleicht der wichtigste Golfschlag sein. Warum? Man braucht ihn so, so oft. Ich würde sagen, das ist ein Schlag, den man irgendwo zwischen 10 und 40 Meter machen kann. Mit verschiedenen Schlägern. Ich empfehle meinen Schülern, die nicht so viel Erfahrung haben, ein Eisen 9 zu verwenden. Aber sonst kann man auch ein Eisen 8 oder 7, wenn man weiter weg ist. Oder Pitching Wedge, Gap Wedge, ach, alles verwenden. Wichtig ist der Stand und die Bewegung. Beim Stand möchte ich den Ball mittig haben. Ich möchte meinen linken Fuß etwas aufgedreht haben, damit ich mich drehen kann. Je nachdem, wie die Lage ist, wenn die Lage perfekt ist, habe ich das Gewicht gleich auf beiden Füßen. Und wenn das Gras etwas länger ist, dann belaste ich mir mein linkes Bein. Du musst schauen, dass Ball, Hände, Brustmitte, Nase eine Linie bilden. Und stehe auch relativ nah am Ball. Der Schläger darf immer ein bisschen aufrechter sein. Man möchte nicht so aussehen, als ob man einen vollen Schwung machen möchte. Weil das Problem dann ist, dass der Schwung zu groß wird und die Hände machen zu sehr mit. So, wenn du näher bist, mit den Oberarmen ein bisschen am Körper und am Körper lassen, dann bleibt die Bewegung kompakt. Und schaue meine Hüftrotation. Es gibt eine ganz leichte Hüftrotation nach rechts und ziemlich viel nach links. Mein Schläger schwinge ich aber nicht um den Körper, sondern ich führe ihn gerade zurück und durch. Beim Eisen 9 wird das Flug-Rollen-Verhältnis ungefähr 50-50 sein. Aber du musst dasselbe testen. Das geht jetzt ein bisschen bergauf bei mir, so ich muss den ein bisschen weiter fliegen lassen. Bitte habe keine Angst, den Ball vor dem Grün landen zu lassen. Manchmal ist es notwendig. Wenn die Fahne kurz gesteckt wäre, hätte ich das auch getan. Aber da die Fahne ganz weit hinten ist, das ist ein langer Chip, werde ich den Ball kurz hinter dem Vorgrün aufkommen lassen. So such dir deinen Landepunkt aus. Und von der Schwunglänge, ich denke immer 8 Uhr, 4 Uhr. Und mein Gedanke ist auch, den Ball so flach wie möglich zu schlagen. Wenn ich flach denke, und solltest du bitte auch, dann bekomme ich das Gewicht auf die linken Seite. Hab bitte keine Angst, den Unterkörper zu drehen und in diese Endposition aufzuhören. So, ich habe jetzt 20 Meter zur Fahne, aber bis zum Grün ist schön dickes, feuchtes Gras. Da fängt erst das Vorgrün an. So, wenn ich mein Chip and Run hier spielen würde, würde der Ball wahrscheinlich irgendwo da hängen bleiben. So, was jetzt notwendig ist, ist ein ganz wichtiger Schlag. Und das ist der Chip mit dem Sandwich, mit dem Schläger mit viel Loft. Der Ball wird höher fliegen, obwohl ich einen Chip mache. So, beim Chippen fliegt der Ball nicht nur flach, der kann auch höher, wenn man ein Sandwich benutzt oder ein Schläger mit viel Loft. Ich werde die Technik vom Chip and Run verwenden. Ich werde vielleicht ein bisschen weiter ausholen und etwas weiter durchschwingen, weil der Ball fliegt höher und da braucht man ein bisschen mehr Schwung. Ich sage immer meinen Schülern, für den Chip mit Sandwich 9 Uhr, 3 Uhr. Und die Handgelenke eher ohne. Du darfst aber nicht den Schläger zu fest halten, dann werden die Schulter verkrampft und man bewegt sich nicht ausreichend. So, locker greifen. Ich spiele den Ball jetzt ein bisschen rechts wegen des Semiraffs. Man kann aber den Ball auch mittig spielen oder sogar vorne, wenn er gut liegt. Und jetzt wirst du sehen, dass der Ball einen schönen Bogen macht und relativ schnell
zur Ruhe kommt. Und auch hier ist es wichtig, dass du das Gewicht verlagerst und dass du dem Schläger mit dem viel Luft die Arbeit gibst, um den Ball hoch zu bekommen. So Gewicht am Ende immer links. Und stehe so locker und normal, wie du kannst. Ich habe jetzt 43 Meter zur Fahne. Das ist kein Vollschwung Entfernung für mich. Der Ball muss hoch über diese Gefahr und relativ schnell liegen bleiben. Also was brauche ich jetzt? Ein Pitch. Aber diesen Pitchschlag dürfen wir beide nicht zu kompliziert betrachten. Wenn Golfer mich fragen, was genau ist ein Pitch, dann sage ich, das ist der hohe Ball, bleib schnell liegen und es ist ein Dreiviertel Golfschwung. Wenn du an deine Vollschwung-Dinge denkst, bei diesem Schlag wird es höchstwahrscheinlich gut gehen. Du brauchst einen Schläger mit viel Luft. Ich habe mein Sandwich. Der Schläger bekommt den Ball in die Luft. Wir wollen das Gewicht nach rechts minimal, nach links viel verlagern. Und wir wollen gucken, dass der Kopf über den Ball ist beim Stand und über den Ball ist im Treffmoment. Wir wollen den Ball eher in der Abwärtsbewegung treffen, also Ball, dann Boden. Und letzter Tipp, wenn du so weit ausholst, siehst du dieses L, dann müsstest du ein L oder umgekehrtes L auch da sehen. So, Rückschwung, Durchschwung gleich. Beim Ausholen gibt es eine leichte Hüftrotation, beim Durchschwingen viel. Griffstärke ganz, ganz locker. Mache einen kleinen Divot, Gewicht mittig oder ein bisschen auf der linken Seite, aber auf jeden Fall weich ausführen. Der Bunkerschlag muss nicht dein Angstschlag sein. Ich möchte gerne, dass wenn du in den Bunker gehst, dass du vorher sagst, schön, das ist eine Herausforderung, die ich schaffen kann. Wichtig bei diesem Schlag ist ein breiter Stand, die Hände niedrig, hab das Gefühl, dass du den Sand mit der Hacke treffen möchtest. Dann gucke auf den Punkt genau in der Mitte deiner Füße, 3-4 cm hinter dem Ball oder 5 oder 6, irgendwo da. Gucke, dass du früh winkelst, den Punkt treffen. Um den Punkt zu treffen, musst du deinen Körper, deine Knie nach da bewegen. Und dann zum Schluss möchte ich, dass du Bauch zum Ziel hast. Und die Spitze des Schläges zeigt nach oben. Ich weiß, es klingt alles einfach. Aber das sind die Dinge, die du immer wieder, geh rein, trainieren musst. Dieser Schlag ist sehr wichtig. Der Schlag ins Grün. Mit Sandwich, Gap Wedge, Pitching Wedge 9, 8, 7. Der volle Schwung. Der Schlag wird leider unterschätzt und in der Regel liegt der Ball nach diesem Schlag nicht auf dem Grün. Und das ist so machbar, wenn du deine Längen kennst. Heute haben wir unsere GPS-Geräte und wir können sehen, wie weit wir schlagen. So weiß, wie weit du mit jedem Schläger spielst. Auch wenn du Anfänger bist. Wenn du einen Ball gut triffst, musst du das notieren, wie weit er war. Und dann ist das ein riesiger Vorteil auf dem Platz, weil dann weißt du, welche Schläge du brauchst. Und dann der nächste Punkt, die Ausrichtung. Gucke, dass du eine Linie zwischen Ball und Fahne dir merkst und dann richte das Blatt zur Linie aus und dann die Füße. Rückschwung. Kompakt bitte. Das Gewicht ist innen rechts. Hier ist viel Spannung, ja, und mein Schläger ist weit vor parallel. Von da beginne ich mit einer Verlagerung des Gewichts an. Ich senke die Arme und dann schlage ich schön nach unten. Ein guter Divot, ja, ist eine gute Hilfe. Und dann möchte ich schauen, dass ich in einer ausbalancierten Endposition bin. Ich habe jetzt ein Gap Wedge in der Hand.
den Schaft, die Ballposition ist mittig, den Schaft leicht nach vorne zu lehnen ist hilfreich, weil dann bekommst du ein Gefühl für eine gute Treffmomentposition. Du siehst, meine Hüfte sind oft offen und meine Schulter sind gerade. Und genau das Gefühl möchte ich jetzt im Treffmoment haben. Der Transportschlag, das ist ein Par 5. Ich möchte den Ball relativ weit schlagen, aber sicher schlagen. Was ich jetzt sage, geht für langes Eisen. Ich habe ein Eisen 5. Rescue und Holz. Und bei diesen Schlägern möchte man den Boden mit der Sohle treffen und nicht so viel mit der vorderen Kante. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn du so startest, und das solltest du machen, der Schaft soll ruhig gerade sein, nicht zu sehr nach vorne gelehnt und auf gar keinen Fall nach hinten, so leicht nach vorne gelehnt ist gut, aber dann muss der Schläger wieder in die Ausgangsposition zurückgebracht werden. Und um das zu tun, muss ich beim Abschwingen auf der Ebene bleiben und ich muss meine Hände laufen lassen. Ich muss es gestatten, dass der Schlägerkopf die Hände überholt. Keine Angst, du wirst nicht löffeln. Warum? Weil du den Schwung mit einer Verlagerung beginnen wirst und dann mit einer Drehung. Und wenn du diese Drehung machst, dann ist es auch Zeit, die Hände frei zu lassen. Und versuche, den Boden zu finden mit der Sohle des Schlägers. Okay, der Boden ist deine Sicherheit. Spiel den Ball weiter vorne im Stand. Das wird dir helfen, den Ball weicher zu treffen mit weniger Divot. Und achte auf dein Tempo. Wenn du dich für ein langes Eisen entscheidest, was übrigens sehr gut ist für ein Spiel mit Handicap über 36, ich habe übrigens Eisen 5 dabei, dann ist das A und O Tempo. Du musst dir Zeit nehmen, während der Schwung ist. Das Eisen ist länger als ein Eisen 8 oder 7. Du wirst länger dadurch erreichen. Aber das Ziel muss sein, den Ball sauber zu treffen am Sweet Spot. Und um das zu können, ist ein gleichmäßiger Schwung sehr wichtig mit einer gleichmäßigen Griffstärke. Nicht feste beim Abschwingen greifen. Und wenn es heißt, dass du ein bisschen weiter ausholst, damit du schön ruhig schwingen kannst, dann tu das. Aber schaue, dass du in der Achse bleibst, dass du dich um deine Wirbelsäule drehst, von der Perspektive und von da gesehen. Und dann kannst du von der Genauigkeit, und das ist es, was ein langes Eisen dir bringt, profitieren. Der Driver ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. So ja, nutz ihn aus. Du kannst wunderbare Längen damit schaffen, ohne Kraft einsetzen zu müssen. Aber du musst deine Bahn aussuchen, wo du dich wohlfühlst. Zur Technik. Was kannst du tun, damit der Driverschlag ein angenehmer, sicherer Schlag wird für dich? Nummer 1. Fange so an. Schwinge um deine Wirbelsäule und lasse, das ist wichtig, lasse die Hüfte mitdrehen in beide Richtungen. Gucke, was meine Fersen tun. Die kommen hoch und das ist gut, weil dann rotierst du die Hüfte mehr und dann die Schulter mehr. Du musst wieder gucken, dass du in der Achse bleibst, dass du um deine Wirbelsäule dich drehst. Nur, wenn ich so schwinge, so kann ich den Ball nicht treffen. So, was ich tue jetzt, ich bücke mich nach vorne, bis mein Schläger auf dem Boden ist und ich drehe mich weiter um meine Wirbelsäule. Der Schwung, den ich jetzt mache, ist identisch zu diesem Schwung. Warum ist der Schläger dann steiler? Weil ich mich mir gebückt habe. Okay, und jetzt Tempo. Du darfst von hier nicht Druck machen. Du musst schauen,
dass du das Gewicht verlagerst, dass du dich drehst und dass die Arme und Hände automatisch kommen. Und diesen Winkel löse ich auch automatisch. Das ist nicht irgendwas, was ich bewusst tue. Weil wenn ich von hier Druck mit der Schulter, mit der Hand mache, dann bewegt sich der Schläger in diese Richtung. Dann wird der Schwung zu steil und man slice meistens den Ball. Und andere Dinge. Und wenn du das schaffst, den Ball mittig zu treffen, dann hast du automatisch mehr Länge.